Wir haben hier ganz viele Bäume in Reihen eingepflanzt. Die Reihen sind von Nord und Süd ausgerichtet. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn du hier die Reihe nimmst, dann haben wir hier immer einen Sonnenaufgang. Der geht praktisch über den Tag verteilt und dort ist der Sonnenuntergang. Ja, und das ist ganz wichtig, weil wir hier mit sehr vielen Bäumen arbeiten und die sozusagen trotzdem den gleichen Anteil von Licht bekommen sollen. Paraguay ist für mich so ein kleines Deutschland. Wir haben zum Beispiel in San Bernardino ein Bazar. Da unterhältst du dich einfach ein nacheinander auf Deutsch. Ja, also man redet Deutsch. Du gehst in einen Laden rein, einen größeren Laden, du findest mindestens ein, zwei Deutsche drin. Also Deutsche laufen dir hier sozusagen permanent über den Weg, ja. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Lukas Becker, mein Gast heute Viktor Görlitz. Ja, und Viktor ist vor 2 Jahren nach Paraguay ausgewandert und hat da einen, ja, paradiesischen Permakultur-Waldgarten aufgebaut. Und wie es dazu kam und wie er das genau gemacht hat und was seine Visionen sind, darüber wollen wir heute sprechen. Ich freue mich, dass der Termin geklappt hat, lieber Viktor. Danke, danke, ich freue mich auch. Ja, gleich zum Einstieg mal die Frage, ja, wie ist es dazu gekommen, dass du dich entschieden hast, nach Paraguay auszuwandern? Ja, also ich habe in meiner kleinen, heilen Welt gelebt, bis Corona kam, sage ich mal. Ich habe in Dreischicht gearbeitet, bin gelernter Industriemechaniker und habe nebenher immer was selbstständig gemacht. Wir hatten einen Barbershop. Also ich habe noch Autohandel gehabt nebenher immer. Also ich habe relativ viel gearbeitet immer und sozusagen auch gar nicht so eine Zeit gehabt, um, sage ich mal, wirklich übers Leben nachzudenken. Also bei mir war alles, sage ich mal, im Stress, im Stressmodus, aber alles war gut, sage ich mal. Ja, so war zufrieden. Ich habe Vertrauen gehabt in das System, in die Regierung, in die Krankenhäuser, sage ich mal. Und das hat sich dann schlagartig mit Corona geändert bei mir. Und da habe ich mir dann anfangs wollte ich sogar nach Russland auswandern. Ja, das war Paraguay war gar nicht auf meinem Schirm, weil ich es gar nicht kannte. Da habe ich mich auch im Internet damit ein bisschen beschäftigt und aufmerksam geworden durch andere Deutsche, die hier ausgewandert sind. Und ja, und dann habe ich halt weiter überlegt und ich könnte schon in Deutschland bleiben, das wäre gar kein Problem für mich, sage ich mal, mit meiner Frau. Aber wenn ich dann an meine Kinder weitergedacht habe, wie das sozusagen in die Zukunft geschaut habe, wie das weitergehen könnte oder ja, da habe ich den Schluss dann mit meiner Frau gefasst, dass wir dann auswandern wollen nach Paraguay. Ja. Ja, und warum jetzt ausgerechnet Paraguay? Da ich in Deutschland also selbstständig war auch immer nebenher, weiß ich, wie das ist mit den Steuern und wie viel du einnimmst und wie viel du tatsächlich dann davon be bekommst, ja. Und Paraguay war für mich dann sehr interessant, weil es 10% Steuern hat. Also du, wenn du selbstständig hier bist, zahlst du 10% Steuern und 90% gehören dir. Wenn du dann Einkünfte vom Ausland hast, wenn du hier lebst, die sind dann komplett steuerfrei. Also das war für mich dann interessant. Dann, ich mu muss sagen, ich bin in Kasachstan aufgewachsen, bis ich 7 war oder 8. Also meine Kindheit habe ich in Kasachstan verbracht und das war auch relativ viel Freiheit dort, ja. Und Kasachstan kannst du praktisch, sage ich mal, mit Paraguay ein bisschen vergleichen. Also sehr viel Freiheit, sehr viel Natur. 300 Tage mindestens Sonnenschein hier. Ja, also meistens hast du hier ein super Wetter und gute Laune. Und wenn mal der Regen kommt, dann freust du dich auch über den Regen, weil da sozusagen, also du freust dich wirklich richtig über den Regen, vor allem weil ich auch einen Waldgarten habe dann. Ja, und das waren so die Gründe, warum ich erstmal hierher gekommen bin, mal angeschaut habe. Ich war dreimal hier, genau bevor ich dann richtig ausgewandert bin.
erstmal alleine, dann mit der Familie, dann habe ich meine Eltern mitgenommen, denen auch alles gezeigt hier und dann haben wir den Entschluss gefasst, dass wir auswandern wollen. Ja, Ja. also du lebst jetzt dort mit deiner ganzen Familie, also mit den Eltern auch inklusive. Nee, Eltern noch nicht. Also die haben hier auch bei mir auf dem Grundstück ein Ferienhaus gebaut. Das wird auch vermietet, dann über Airbnb. Jetzt sind wir bald soweit, inserieren das. Aber ich habe noch mal eine Schwester dort in Deutschland. Und die hat noch mal kleinere Kinder und da wollten meine Eltern erstmal in Deutschland bleiben. Also praktisch sie ein bisschen unterstützen. Ich bin der Größere, sage ich mal. Und ich lebe hier sozusagen mit meiner Frau und meinen zwei Kindern. Ja. Ja, sehr schön. Und du hast da ja jetzt ein ja wunderschönes, ich habe da schon einige Videos und Bilder gesehen, ein wunderschönes Waldgartenprojekt nach Permakulturprinzipien ins Leben gerufen. Genau. Willst du uns dazu mal ein bisschen erklären oder für alle, die damit noch nicht unbedingt was anfangen können, was ist denn überhaupt Permakultur aus deiner Sicht? Für mich ist es natürlich so, jeder sieht es wahrscheinlich ein bisschen anders, Permakultur. Und wie gesagt, jeder hat auch so ein bisschen immer seine eigene Wahrheit. Aber was ich jetzt rausgelernt habe, ist, Permakultur ist eigentlich dauerhafte Landwirtschaft. Also wir pflanzen einmal ein. Und dann profitieren wir sozusagen die ganze Zeit dadurch, ohne wie bei Monokultur jedes Jahr praktisch das Feld zu bestellen. Und wir haben praktisch am Anfang sehr viel Arbeit, sehr viel Input, was wir reinstecken. Und danach profitieren wir, ja, und bauen sozusagen immer mehr den Boden auf und helfen sozusagen Mutter Natur so am besten gesagt, ja. Also ohne Permakultur ist auf jeden Fall, wie gesagt, für mich, ohne zu spritzen und zu düngen, ohne die Böden zu zerstören mit Monokulturen. Man schaut sich zuerst die Region an und fängt mit den Pflanzen an, wo am besten an diesem Standort wachsen. Also du könntest theoretisch, also einen Waldgarten könntest du theoretisch auch in der Wüste wachsen lassen. Bloß da musst du in der Wüste erstmal die Pflanzen nehmen, zum Beispiel Kakteen oder irgendwelche Pflanzen, die dort so oder so schon wachsen, ja, und mit denen fängst du dann sozusagen an, baust du Biomasse auf. Wichtig ist immer bei Permakultur, dass sich die ganzen Mischkulturen miteinander über die Wurzeln vernetzen, weil das ist auch ein sehr intelligentes System. Die tauschen Informationen aus, Nährstoffe aus, Wasser untereinander aus und je mehr Vielfalt du sozusagen hast, umso besser ist es dann. Und theoretisch kannst du überall so einen Waldgarten aufbauen. Wie gesagt, ob es jetzt in Deutschland ist, ob es in der Wüste ist oder hier in Paraguay. Hier eignet es sich ja halt natürlich sehr gut, weil es sehr viel Wasser hat und sehr viel Sonnenschein hat. Ja, also es ist extrem schnelles Wachstum dann sozusagen. Man schafft sich kurze Arbeitswege wirtschaftlich. Also dadurch, dass wir praktisch unser ganzes Mulchmaterial, die ganze Biomasse vor Ort anbauen, muss ich nicht LKW-weise von irgendwo irgendwas transportieren, sondern ich plane vor, ich pflanze praktisch, ich überlege mir, was für Bäume ich haben will, nachher was für Ernten ich einfahren will oder was ich produzieren will und dann pflanze ich direkt mit den, sage ich mal, Massebäumen nenne ich die, also das sind Bäume, was praktisch nebenan wachsen, wo praktisch der Beschneidung dienen und Biomasse herstellen. Ja, also dann habe ich praktisch gar keine Arbeitswege. Ich gehe mit der Machete hin, schneide mir Biomasse zurecht, so viel ich brauche und es kommt auf den Boden. Ja. Ja. Das Unkraut, ja genau, Wirtschaftlichkeit habe ich und umweltschonend ist es dann auch natürlich, dadurch, dass du keine Transportwege und sowas hast und nicht spritzt. Ja, das vergessen auch immer viele Leute. Das gespritzte Gemüse oder Obst, ja, das ist ja Gift für die Insekten, aber wenn wir das essen, das ist es ja auch immer Gift für uns. Also, und deswegen war das eins meiner Hauptargumente, warum ich da überhaupt eingestiegen bin in Permakultur. Weil ganz am Anfang hatte ich da, sage ich mal, keine Ahnung davon. Ich wollte auf jeden Fall hier viele Fruchtbäume haben, ja. Und ich hätte normalerweise wie alle anderen mir ein paar Mangos gepflanzt, ein paar Nektarinen gepflanzt in großen Abständen. Und habe ich auch den Versuch gemacht am Anfang. Und ich glaube, ich habe es im Video gezeigt. Also das ist
ein extremer Unterschied, was die Geschwindigkeit, was allgemein die Farbe von den Pflanzen ausmacht und ja, und dann später natürlich die Erträge. Also die Pflanzen sind dann nicht so gesund, wenn die praktisch einzeln aufwachsen. Ja, eine Frage dazu. Ja. Baut ihr jetzt die Pflanzen an, um euch selber zu versorgen, oder verkauft ihr auch noch die Erträge der Pflanzen? Nee, also verkaufen tun wir es noch nicht, aber Ziel ist es, also wir haben jetzt erstmal ein Projekt mit 40.000 Quadratmetern. Und dort wird praktisch 10.000 Quadratmeter Waldgarten aufgebaut. Und dann werden dazu Grundstücke verkauft mit Parzellen von den Waldgärten. Und ganz wichtig dazu zu sagen, wir haben Auswanderungsschutzgesetz. Also das ist jetzt keine Werbung irgendwie zum Auswandern oder so. Das ist halt, was wir hier machen. Es können sich gerne hier aus Paraguay und aus der ganzen Welt Leute melden, aus Deutschland. Sage ich es mal ganz vorsichtig, könnt ihr uns über Instagram anschreiben oder über E-Mail, so dass du auch da auf jeden Fall keinen Stress hast, weil die da immer mehr Druck machen, sage ich mal, was es angeht, das Thema Auswandern. Und ja, wir verkaufen da diese Parzellen mit den Waldgärten an die Menschen. Jetzt können die Menschen entweder die Waldgärten für sich nützen, ja, indem sie. Das ist aber viel zu viel für eine Familie alleine. Da sind so viele Bäume dann drauf. Jede Parzelle kriegt 500 Quadratmeter Waldgarten. Das ist am Ende so allein ein Mangobaum produziert kiloweise Mangos. Also das schaffst du nicht zu essen. Von einem Baum die ganzen Mangos. Sozusagen hast du immer Erträge, die du abgeben kannst. Plus du hast ja noch viele andere Bäume. Und da ist die Idee von uns, eine Kooperative dann zu gründen. Und mehrere solche Projekte praktisch dann zu verbinden, weil das soll nicht nur ein Projekt sein, sondern mehrere Projekte, dass wir praktisch ganz viel Produkt, also ganz, sag ich mal, ganz viel Masse von diesen guten Obst, Gemüse, Früchte, Beeren, Nüsse produzieren und über die Kooperative verkaufen. Jetzt kann der Eigentümer des Grundstücks mit der Parzelle entweder mitmachen, weil das ist praktisch, bleibt jedem frei überlassen. Er kann das stehen lassen, er kann das uns praktisch geben zum Veräußern und damit ein bisschen Geld verdienen. Ja, und ja, das ist halt der Gedanke dahinter, dass jeder praktisch so ein bisschen unabhängig ist. Ja, Ja. und das ist die Idee dahinter. Ja, eine Praktisch. sehr schöne Vision. So, und nach welchen Prinzipien ihr jetzt angepflanzt habt, da schauen wir jetzt mal in ein kleines Video rein. Was haben wir hier gemacht? Wir haben hier ganz viele Bäume in Reihen eingepflanzt. Die Reihen sind von Nord und Süd ausgerichtet. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn du hier die Reihe nimmst, dann haben wir hier immer einen Sonnenaufgang. Der geht praktisch über den Tag verteilt und dort ist der Sonnenuntergang. Ja, das ist ganz wichtig, weil wir hier mit sehr vielen Bäumen arbeiten und die sozusagen trotzdem den gleichen Anteil von Licht bekommen sollen. Ja, wir haben hier zum Beispiel, also ganz wichtig ist, dass der Boden, wo die Bäume eingepflanzt ist, bedeckt ist, immer bedeckt ist. Das ist praktisch, wenn der Boden praktisch nicht bedeckt ist, dann haben die ganzen kleinen Organismen im Boden kein Essen sozusagen, kein Futter und können sozusagen auch keinen Humus aufbauen, ja. Und den Humus, diesen guten Boden, den brauchen die Bäume und sozusagen auch später die Früchte. So, wenn wir sozusagen jetzt keinen guten Boden haben, haben wir später ungesunde Früchte oder Früchte mit sehr wenig Nährstoff. Und deswegen geben wir erstmal den Boden was zu essen. Sozusagen den kleinen Lebewesen hier am Boden. Ihre Ausscheidungen sind dann Essen für die Wurzeln der Bäume, ja. Und die Bäume ernähren sich dann praktisch von diesem schönen Humusboden, von den ganzen Mineralien, von den Ausscheidungen, was die ganzen kleinen Mikroorganismen da produzieren. Also das sind wunderbare Helfer, sage ich mal. Und man muss eigentlich immer gucken, also ganz einfach gesagt, man muss immer gucken, damit die genug zu essen haben, ja.
Das Prinzip von uns jetzt, was wir hier gemacht haben, ist, wir arbeiten sehr viel mit Massebäumen. Und Massebäumen, das heißt, wir haben hier zum Beispiel eine Banane, das ist eine Papaya, da ist nochmal eine Papaya und hier kommt eine Mandarine. Hier, das ist noch eine ganz kleine. Die Mandarine, das wächst jetzt sozusagen alles in Vielfalt zusammen. Die Bäume und wechseln untereinander über die Wurzeln verschiedene Mineralien aus, Informationen auch, können auch theoretisch über, weiß nicht wie viele Meter, aber sehr weit auch Wasser transportieren. Falls mal hier mehr Wasser ist und dort mehr Bedarf ist, dann könnte praktisch auch das Wasser transportiert werden unterm Boden über die Wurzeln. Also deswegen ist es sehr wichtig, diese Symbiose, dass sehr viele Bäume miteinander sozusagen verwurzelt sind. Und jetzt hier sind die Reihen, ja. Später, wenn, also jetzt sage ich mal, nach einem Jahr, nach einem Jahr, fangen wir an, hier zu beschneiden. Das heißt, die Banane wird dann Früchte tragen, die wird dann geerntet, die ganze Banane, der ganze Stamm wird klein gemacht, kommt auf den Boden, ist sozusagen wieder Essen für also das dient praktisch der Mandarine. Bei der Papaya passiert das Gleiche. Also wir machen die nicht komplett weg, sondern wir stutzen sie. Die wächst wieder neu raus. Die Banane tut seitlich ihre kleinen Bananenbäumchen, also die vermehrt sich von selber. Also wir zerstören praktisch nichts, sondern wir beschneiden und es wächst wieder neu. Ja, also die Banane hier und die Papaya wird immer hier bleiben und immer wachsen. Bloß die wird immer wieder beschnitten. Ab dem Zeitpunkt an, wo wir das jetzt mal beschnitten haben, braucht die Papaya ja nicht mehr so viel Wurzelnetzwerk, sage ich mal, weil die sozusagen nicht mehr so groß ist. Ein Teil der Wurzeln stößt die dann sozusagen ab und das ist wiederum Essen für die ganzen Mikroorganismen hier drinnen im Boden. Also wieder sehr gut für unsere Mandarine. Plus dazu will die Papaya wieder wachsen. Und damit die wächst, stößt sie dann Wachstumshormone aus. Wenn die Wachstumshormone, also von der Papaya und der Banane. Sobald die Papaya und die Banane Wachstumshormone ausstößt, sind die ja, wie ich vorhin erklärt habe, über Wurzeln alle miteinander verbunden, kriegt es die Mandarine auch ab und profitiert von diesen Wachstumshormonen und wächst, schießt sozusagen schneller in die Höhe. Was ebenfalls sehr wichtig ist, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist in Vielfalt zu pflanzen. Also so viel Vielfalt, wie es nur geht. Wir haben hier, boah, ich kann das alles gar nicht aufzählen, aber wir haben alles, was ihr so an Früchten kennt, so von Nektarinen, Pflaumen, Nüsse, Beeren, Papayas, Bananen, das habe ich vorhin schon erklärt, verschiedene Straucherbsen, Äpfel, Birnen, Kürbisse, Wassermelonen in verschiedensten Schichten, also nicht nur Bäume, sondern wirklich sehr, sehr viel Vielfalt. Also praktisch alles, was es in den Baumschulen, in verschiedenen Baumschulen hier in Paraguay gab, haben wir praktisch eingekauft und hier praktisch verpflanzt. Und das dient einfach den Sinn, dass wenn ich jetzt sage ich mal jetzt nur mich entscheide, nur Nektarinen einzupflanzen hier, dann läuft es ein Jahr gut, ja, wenn ich auch den guten Boden habe und alles, läuft es ein Jahr gut, jetzt stört ein bisschen unser Hahn, und dann habe ich ein Problem, weil die Nektarine, die braucht ihre bestimmten Nährstoffe, ja, und die zieht und zerrt dann vom Boden und irgendwann mal ist der Boden ausgelaugt, ja, und dann wird er irgendwann mal sauer. Und wenn wir praktisch aber in Vielfalt pflanzen, dann haben wir praktisch einen Baum, was einen bestimmten Nährstoff zieht, aber 10 andere Bäume, die diesen Nährstoff gerade auch liefern, durch die Sonne verarbeitet praktisch und in den Boden geben. So haben wir praktisch durch die Vielfalt haben wir praktisch gewährleistet, dass der Boden immer voll an allen Nährstoffen ist und Sachen, die praktisch die Bäume und die Früchte und die Nüsse dann später, Beeren auch, was später benötigt wird. Das Unkraut schön wachsen lassen, weil es kein Unkraut gibt. Das ist das, was ich vorhin erwähnt habe mit der Wüste. Kannst du Wald wachsen lassen? Normalerweise würde man diese ganzen stacheligen Pflanzen am Anfang rausreißen,
weil man seinen Apfelbaum drin haben will. Aber dann würde da dieser Apfelbaum sozusagen sterben, weil es nicht genug Biomasse und Vielfalt da ist. Ja, also es gibt in der Permakultur kein Unkraut für mich. Die da drin lebenden nützlichen Insekten sorgen für ein Gleichgewicht im Waldgarten, in dem sie die Insekten, die unser Obst und Gemüse und Beeren essen, angreifen. Also hätten wir praktisch diese ganzen Pflanzen nicht, die sowieso nativ sind, also Unkraut für manche Menschen, dann hätten wir auch diese Insekten nicht. Und dann könnten sich praktisch andere Insekten viel mehr vermehren und wir hätten viel mehr Schädlingsprobleme. Ja, also wir auch aus diesem Grund brauchen wir das Unkraut, nicht nur aus der Biomasse Sicht, ja. Ja. Dann wir teilen mit unseren Tieren und Insekten, also wenn ich sozusagen, wir haben jetzt schon ernten wir nach 1 Jahr und 2 Monaten ernten wir jetzt schon Papayas. Und wenn wir praktisch die Papayas ernten, lassen wir immer 1, 2 Stück auch hängen. Dann siehst du auch, sobald die orange werden, nicht mehr grün sind, sobald die orange werden, da kommt direkt ein Vogel, dann fangen die an zu essen. Und innerhalb von einem Tag ist die Papaya weg. Ja, der Vogel, der macht sich irgendwo oben im Baum ein Nest, der tut dann auch Schädlinge essen noch dazu zu der Papaya. Also das ist praktisch ein Miteinander mit den Tieren und mit den Insekten in der Permakultur. Dann schaffen wir Energiekreisläufe und Wasserspeichersysteme. Energiekreisläufe, das ist so ein bisschen, was ich vorhin erklärt habe. Wir schaffen unsere Biomasse selber. Wenn man jetzt von der Sonnenenergie ausgeht, die Pflanzen nehmen das alles auf. Wir tun praktisch damit mulchen. Die Mikroorganismen haben was zu essen. Ihre Ausscheidung, das ist alles Energie sozusagen. Ihre Ausscheidung ist dann praktisch der Humusbodenaufbau. Durch den Humusbodenaufbau ist praktisch ein gutes Wurzelnetzwerk vorhanden der Bäume und der anderen Pflanzen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen raus. Und Ja, genau, durch das Wurzelnetzwerk tauschen die Pflanzen dann halt auch ihre Nährstoffe gegenseitig aus, ne, genau. und begünstigen sich gegenseitig. Genau. Und das Wasser wird dann auch viel mehr gespeichert als in einem sandigen Boden, was sozusagen sandigen und vielleicht auch sauren Boden, was direkt abfließen kann beim guten Regen, ja. Ja, und natürlich zum Schluss dann viele Mischkulturen miteinander. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Das ist ganz wichtig, keine Monokulturen, Mischkulturen. Also, Genau. ja. Ja, in dem Video eben hast du gezeigt, wie ja, Banane, Papaya und Mandarine eng zusammengepflanzt wurden. Ja. Weißt du, kann man diese Prinzipien auch jetzt mit deutschen Pflanzen quasi kopieren, also mit Äpfeln, Pflaumen, Auf jeden Birnen und Fall, so ja. weiter? Ja, also dieses Prinzip kannst du auf der ganzen Welt machen. Du musst halt gucken, auch wo du in Deutschland das machst, weil es gibt irgendwo im Osten, es gibt es irgendwelche Pflanzen, die viel schneller, viel mehr wuchern als irgendwo im Süden. Und du musst halt gucken, am besten auch dann Menschen befragen, die sich so ein bisschen damit auskennen, der Region, was das beste Unkraut ist, sozusagen am Anfang, ganz am Anfang. Und ich sag mal so, ich würde immer anfangen mit sowas wie Kürbis. Ja, er bedeckt den Boden, er wächst sehr gut in Deutschland, aber hier auch. Aber wie gesagt, man muss sich da durchfragen, ja, was denn so gut wuchert und damit fängst du an und parallel dazu tust du deine praktisch Bäume, wo du deinen Fokus hinziehst, wo du praktisch die dann später ernten willst. Ja, also das kannst du auf der ganzen Welt machen. Genau. Ja, und wie ihr das in Paraguay in eurem Waldgarten macht, wie ihr die Mischkulturen anlegt, dazu schauen wir jetzt noch mal ein Video. Was ebenfalls sehr wichtig ist, dass man in verschiedenen Schichten pflanzt. Also wir haben hier jetzt praktisch, haben wir hier angefangen mit dem Kürbis. Das ist die Mexican Sunflower, die wuchert sehr schnell aus. Die ist in 3 Monaten ist die über 2 Meter hoch. Dann haben wir ganz am Anfang, die ist als erste hier reingekommen. Das ist die Straucherbse. Die ist sehr gut für den Stickstoff, sage ich, Kohlenstoffgehalt im Boden. Also sehr gute Pflanze zum Starten. Und wichtig ist halt praktisch, damit wir in verschiedenen Höhen arbeiten. Jetzt haben wir unten eine
grüne Schicht, wo Sonnenenergie aufnehmen kann, ja, und es praktisch in den Boden geben kann. Dann haben wir verschiedene Sträucher wie Maniok dann später, was auch praktisch Sonnenlicht aufnehmen kann. Dann haben wir ein bisschen größere Bäume, ja, wo dann ebenfalls ihre Sonnenenergie dann aufnehmen. Und später, wenn der Waldgarten größer ist, dann kommen unsere Avocados, Pekannüsse, was haben wir noch für Nüsse? Also verschiedene Nussbäume haben wir hier, Cashewnüsse, ja, und in verschiedenen Höhen praktisch auch Mangobäume große. Und die machen dann praktisch das Dach ganz oben zu. Und somit, wenn die Sonne dann, wie ich vorhin erklärt habe, hier diesen Bogen macht, dann können wir in verschiedenen Schichten so viel es geht an Sonnenenergie praktisch aufnehmen, in den Boden bringen, und das kriegen wir dann später wieder praktisch durch in unseren Ertrag durch die Früchte. Dann haben wir hier auch native Bäume. Das ist hier der Paraiso. Die wuchern richtig schnell. Das ist hier ein Olivenbaum. Obwohl es geheißen hat, die wachsen langsam, ist der auch schon locker 2 Meter. Wie sah das Grundstück, was ihr dort bewirtschaftet, eigentlich aus, als ihr angefangen habt? Also sind da schon Dinge gewachsen oder habt ihr komplett bei Null angefangen? Wir haben komplett bei Null angefangen, also es war einfach nur ein Feld, ja. Wir haben noch einen so einen halbtoten Baum gehabt, den haben wir so ein bisschen beschnitten, der hat es dann aber nicht gepackt, und so haben wir praktisch, also native Bäume außenrum haben wir natürlich stehen lassen, und das Feld war einfach nur ein sandiger Boden. Es war eine Weide praktisch, da waren Kühe früher drauf, was gar nicht so schlecht war für uns, sage ich mal, weil das wiederum auch wieder Biomasse ist, ja. Um als Beispiel für den Boden, wir haben ja hier sehr gute, allgemein über 300 Tage Sonne und auch guten Regen. Also deswegen, Wachstum ist hier schon da, ja. Und ich habe mal mit meinem Nachbar geredet, der hat zum Beispiel große Mangobäume, riesige Mangobäume, sehr viele Mangos. Und der hat mir erklärt, dass am Anfang, solange die Bäume frisch waren, jung waren, besser gesagt, hatten die super große Mangos, und die haben gut geschmeckt und waren einfach gesunde Mangos, große. Jetzt hat er aber der Mangobaum die ganzen Mineralien und so nach Jahren rausgezogen, und jetzt, egal welche Mango, fast egal welche du ausschneidest, die hat da drinne braune Flecken und Würmer ab und zu, einfach ungesunde Mangos jetzt, ja. Die Größe ist auch viel kleiner geworden, also da habe ich mir den Boden bei ihnen angeguckt, und das ist genau dieser Boden. Plus dazu fegen die immer, und die haben praktisch nicht mal Wiese mehr auf dem Boden, sondern die machen alles immer sauber, weil die halt im Kopf haben, damit ihr Grundstück sauber, schön sauber aussieht, auch wegen Schlangen und sowas. Ist das Problem praktisch aber für die Bäume, dass die nach Jahren dann praktisch, obwohl wir hier eine super Sonne haben und alles irgendwann mal ungesund ist. Also das ist praktisch die Ausgangssituation, wie wir gestartet haben. Und jetzt nehme ich euch mit. So, jetzt zeige ich euch den Boden, wie man praktisch, wie wir ihn jetzt haben, im Vergleich zu diesem sandigen Boden, wieder anhand der Mandarine. Also wir haben jetzt hier, das ist praktisch gehäckseltes. Da haben wir einen Kürbis, hier haben wir Mais, da ist Maniok. Das ist jetzt auch Maniok, so Mexican Sunflower. Allein in diesen 2 Quadratmetern haben wir schon sehr, sehr viel Vielfalt, sage ich mal. Und wenn man hier jetzt den Boden aufmacht, man sieht, der ist jetzt schon jetzt hier leicht feucht. Ja, man sieht auch ganz kleine Tierchen schon langsam. Und natürlich ist es auch für das Wasser, jetzt hier sieht man das gut, der Boden wird schon so humusartig. Und ich will jetzt nicht zu viel aufgraben, weil das ist jetzt nicht gut für die Tierchen und so. Aber ihr seht einfach, das ist ein Riesenunterschied zu den sandigen Boden vorhin, was ich euch gezeigt habe. Wir haben jetzt habe ich dir gar nicht auf dem Video, glaube ich, gezeigt. Wir haben jetzt eine Tomatenpflanze mit über 30 Tomaten drauf, habe ich gezählt. Die sind zwar noch klein, manche schon so ein bisschen größer, aber es funktioniert. Also auch Gemüse funktioniert jetzt sozusagen, nicht nur die Bäume. Und aber ich wollte auch solche Ausgangsbedingungen sozusagen, weil wenn wir das hier schaffen, dann schaffen wir es auch mit guter Erde auf jeden Fall, ja,
weil das Ziel von mir ist, irgendwann mal ein 50 Hektar Grundstück zu holen, weil ab 50 Hektar kannst du deinen eigenen Regen erzeugen. Habe ich so gehört. Das will ich unbedingt versuchen. Also wenn du 50 Hektar Permakulturwaldgarten hast, sorgst du praktisch für Wolkenbildung und erzeugst deinen eigenen Regen, also regelmäßig, in regelmäßigen Abständen. Und das ist sozusagen ein großes Ziel von mir. Ja. Der großen Ziele. Ich habe noch ein paar. Gut, wie viele Pflanzenkulturen habt ihr jetzt aktuell insgesamt in dem Waldgarten? Also alles, was es in Paraguay sozusagen für uns möglich war zu kaufen. Also da ist auch ganz wichtig zu sagen, so wie ich es auch verstanden habe, ja, dann gibt es auch manche, wo sagen, nee, die Pflanze gehört mit der Pflanze nicht zusammen. Ich finde, man kann da gar keine Fehler machen. Es gibt Menschen, die nehmen sich so ein Eimer voll Samen, verschiedene Samen, ja, gehen über ihr Acker und fangen erstmal an, so alles so dicht nebeneinander zu pflanzen. Und das sind Bäume dann nachher. Ja, und da gibt es sozusagen kein zu viel. Ja, je mehr, umso besser, weil das, was du nachher nicht brauchst, ist deine Biomasse. Also und deswegen ist es am besten, nimmst du so viele Kulturen in deinen Waldgarten, wie es eigentlich nur möglich ist, ja. Und wir haben dann sozusagen hier jetzt absolut alles, was ich sozusagen kriegen konnte. Aber ich bin noch nicht fertig, weil es gibt Projekte in Costa Rica, ja, und die haben da Früchte, die habe ich noch nie gesehen, ja, nur auf Videos, und die will ich auch unbedingt dann hier haben. Ja, also es gibt so viel Vielfalt, das können wir uns gar nicht vorstellen, sage ich mal. Ja, da hast du ja auf jeden Fall noch sehr viel vor. Jetzt noch mal so ein bisschen allgemein zum Land Paraguay. Wie ist es sozusagen so als ja, Migrant, als Auswanderer da, dort Ja. anzukommen? Wie sind die Leute? Wird man in die Kultur aufgenommen? Oder Ja. habt ihr da überhaupt Berührungspunkte zu Leuten, zu Einheimischen? Ja, auf jeden Fall, ja. Also, du wirst hier als Ausländer, sage ich mal, sehr herzlich willkommen geheißen. So, ich sag mal so, wenn man es mit Deutschland vergleicht, Deutschland ist so ein bisschen so eine Ellenbogengesellschaft. Ich will jetzt Deutschland nicht schlecht reden oder so. Ich habe Deutschland sehr viel zu verdanken. Ich mag Deutschland sehr. Ich habe dort immer noch sehr viele Freunde, meine Familie und alles. Aber in Deutschland hast du so ein bisschen das Gefühl, so ein bisschen eine Ellenbogengesellschaft. Hier, wenn du als Ausländer kommst, die sind herzlich, die lachen dich an, grüßen dich auf der Straße sehr oft, vor allem wenn die wissen, dass du Deutscher bist. Ich weiß nicht genau, warum das so ist. Ah ja, eins der Gründe ist vielleicht, weil es gibt hier Mennoniten. Mennoniten sind schon seit 30 oder 50 Jahren sind die hier schon in Paraguay, machen sehr viel mit Rinderzucht, aber allgemein, die sind geschäftlich hier sehr aktiv. Ja, das sind christliche Gemeinden. Und sehr erfolgreich hier, und ich sag mal so, die Paraguayer haben ihnen sehr viel zu verdanken, ja, und es ist vielleicht eins der Gründe, warum man so als Deutscher hier so gemocht wird. Allgemein muss ich so sagen, Paraguay ist für mich so ein kleines Deutschland. Wir haben zum Beispiel in San Bernardino ein Bazar, da unterhältst du dich einfach ein nacheinander auf Deutsch, ja, also man redet Deutsch. Du gehst in einen Laden rein, im größten Laden, du findest mindestens ein, zwei Deutsche drin. Also Deutsche laufen dir hier sozusagen permanent über den Weg. Ja, sind zwar alle verstreut so ein bisschen. Es gibt viele Barrios, wo die sozusagen dann Barrios halt so Wohnanlagen, das was wir dann auch vorhaben. Die wohnen dann zusammen. Es gibt Menschen wie mich, die leben dann unter Paraguayern. Also ich lebe hier einfach zwischen Paraguayern hier, habe auch sehr gute Erfahrungen. Ja, also was das angeht, ist so, du fühlst dich willkommen hier, ja. Ja, sehr schön, vielen Dank. Ja, ich glaube, dann hast du uns einen sehr schönen Einblick und einen guten Überblick, ja, über deine Arbeit gegeben. Also wie gesagt, wie angekündigt, die Links zu den Kontaktmöglichkeiten zu Victor, die befinden sich in der Beschreibung unter diesem Video. Hast du zum Abschluss des Videos noch etwas, bei dem du das Gefühl hast, das könnten wir vielleicht noch mal tiefer behandeln, oder würdest du sagen, wir haben jetzt alles rundum ganz gut abgeschlossen?
Ich habe ja vorhin erzählt, wir haben ein Projekt, wo wir jetzt 10.000 Quadratmeter Waldgarten einpflanzen. Und da hätte ich gerne jemanden, sage ich mal, der auch sehr viel Interesse daran hat, über Permakultur zu lernen oder sich am besten schon auskennt. Aber wenn er sich nicht auskennt, ist auch nicht schlimm, weil das ist alles lernbar, ja. Und am besten sich auch mit YouTube befasst. Ja, der praktisch die Videos dreht und unsere Erfolge dann praktisch in die Welt hinausbringen kann. Dieser Person würde ich dann und sozusagen meine Tätigkeiten, was ich hier im Waldgarten habe, übernehmen kann, so wie gießen, so wie einfach nach den Rechten schauen, ja. Ein Arbeitsteam, was die ganze Beschneidung, was die Einpflanzung angeht, habe ich, mache ich auch mit. Ne, der soll uns natürlich dann auch mithelfen, aber es ist nicht so, dass er dann Vollgas da ackern muss, sondern ich brauche einfach eine Ansprechperson vor Ort immer bei jedem Projekt. Und da haben wir uns immer überlegt, dass wir dieser Person am Anfang des Projekts immer ein Grundstück schenken werden mit insgesamt dann 1500 Quadratmetern. Und wer da Interesse hat und mit den Gedanken spielt, so zu leben, so viele Bäume einzupflanzen, sage ich mal, der Mutter Natur zu helfen und sich wichtig, ganz wichtig ist, mit YouTube zu befassen. Der kann uns gerne auch anschreiben. Da freuen wir uns drauf und wir gucken dann, wie wir das machen. Werden wir wahrscheinlich ein paar Telefonate führen und ich würde euch dann auch herzlich hier einladen, damit ihr alle euch das mal anschauen könnt. In live, wie gesagt, wir haben ein Ferienhaus hier und ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn sich da Menschen mehr und mehr miteinander vernetzen. Ja. Und auch noch was, auch für die Zuschauer jetzt in Paraguay, was vielleicht das Video in Paraguay sehen und was über das, was ich hier mache, was wissen wollen, gerne anschreiben. Ich habe mir überlegt, sobald sich ein paar Interessenten melden, füge ich sozusagen eine Gruppe zusammen von vielleicht 15, vielleicht auch mehr Leuten und mache hier so ein paar Seminare, die, wo sie es für sich praktisch in ihren Garten einpflanzen wollen. Das machen wir komplett kostenlos dann auch. Ja, Ja. Auch sehr schön. um den Willen wegen, dass wir uns hier auch vernetzen vor Ort. Sorry, Ja. habe ich dich wieder unterbrochen. Ja, sehr schön. Ja, es ist auch wichtig, dass so diese ganzen Permakulturprinzipien, die Waldgartenprinzipien so in das Bewusstsein der Menschen kommen. Ja, also deswegen finde ich es auch sehr, ja, toll und vorbildlich, dass du da auch vorhast, Seminare noch extra zu geben. Ja. Ja, gut. Ja, dann danke ich dir herzlichst für das sehr interessante Gespräch und deine Ausführungen, deine Vision. Und natürlich danke ich auch allen lieben Zuschauern, die bis hierhin zugeschaut haben und wünsche allen noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe. Dankeschön.